überbrückst die Zeit also. Dennoch war es ein anderes Gefühl für uns als Mannschaft beziehungsweise für alle, die da dabei waren. Was passiert, wenn ein Spieler nochmals auf Corona positiv getestet werden sollte, kommt eine Frage rein. Wie steht ihr zu den Auswärtsspielen in Risikoländern wie zum Beispiel Albanien? Zur ersten Frage, wir hatten ja einen Fall schon hinter uns. Ich glaube, einige Bundesligisten hatten jetzt einen positiven Corona-Test für solch eine Situation und wir haben die Vorkehrungen getroffen, dass dann keine weiteren angesteckt werden. Aber wie gesagt, eine Garantie gibt es leider nie. Ich glaube, die Garantie, das fehlt selbst unseren Experten hier in Deutschland, aber wir müssen da einfach auf die Maßnahmen, die wir getroffen haben, vertrauen und das tun wir beim VfL Wolfsburg auch. Reise in Risikogebieten, war schon ein mulmiges Gefühl auch. Auch das hatten wir ja schon hinter uns, weil wir in die Ukraine nach Donetsk gereist sind. Damals, wo er noch keinen Führerschein hatte, habe ich ihn ja das ein oder andere Mal mitgenommen. Dennoch bekommen wir das sehr, sehr gut hin, dass man jetzt Spieler-Vorgesetzter-Verhältnis hat, weil er mit Sicherheit der Erste ist, den ich kritisiere. Das weiß er auch, weil man da vielleicht natürlich von ihm, nachdem er so lange hier ist, nachdem er auch den Anspruch hat, Führungsspieler zu sein, sage ich mal, da erwartet man natürlich auch gewisse.